Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen hier wieder zurück zu XCOM Enemy Within mit der Mod Long War Season 2. Jo, die letzte Mission war ja relativ erfolgreich. Und unser Geld sparen wir noch nach wie vor auf einen Satellitenablink. Aus diesem Grund scannen wir einfach mal weiter. Und wir treffen schon wieder auf einen kleinen Fighter. Dankeschön. Da schicken wir jetzt erstmal einen unserer Lutenz hoch. Ich hoffe, der regelt das. Denn mit kleinen Fightern sollten wir an sich ja schon leicht fertig werden. Leicht ist zwar vielleicht das falsche Ausdruck, aber wir sollten ihn abschießen können. Na super, komm, schieß ihn komplett ab, wenn er dich schon trifft. Habe ich eine Zehntelsekunde zu spät geklickt? Okay, das wirst du mir büßen, mein Freund. Das wirst du mir büßen. Ja, ich glaube, das geht auf meine Kappe, dass wir den Jäger verloren haben. Ich habe doch ein bisschen die Kampfkraft des Fighters unterschätzt, also des UFO-Fighters. Aber komm, jetzt machen wir den fertig. Komm, triff ihn einfach. Oh Mann. Wie soll ich das jetzt nun wieder dem Rat erklären, dass wir wieder einen Jäger verloren haben? Naja. Schicken wir unser Team los. Was jetzt ein kleiner Fighter ist, heißt es noch lange nicht, dass es eine leichte Mission wird. Auf jeden Fall müssen wir definitiv ein Team zusammenstellen. Ich frage mich, ob wir eventuell nochmal ein... Was heißt ja ein, ob wir noch jemanden mitnehmen, der einen Arcthrower mitnimmt. Für den Fall der Fälle, dass wir noch einen Alien mitnehmen. So rein technisch gesehen müssen wir das Ding eigentlich immer mitschleppen, oder? Bin mir da nie so wirklich 100% sicher. Und da wir hier wirklich jede Menge, ich würde mal sagen, kein A-Team, nicht mal ein halbes B-Team auf die Beine stellen können, sollten wir schon darauf achten. Was wollte ich jetzt wieder sagen? Dass wir keine Rekruten mitnehmen, genau. Irgendwie ist heute der Wurm drin. Medic, Engineer, Assault, Sniper, Infantry, Rocketeer. Da fehlt uns noch ein Scout, aber sowas besitzen wir allen Anschein nach nicht. Klar weiß ich über die Hälfte unserer Scouts. Nee, nur ein Drittel. Im Krankenlager aufhalten. Den einen Tag möchte ich an sich auch nicht warten. Gut, wir nehmen dann definitiv noch den Gunner hier mit. Vielleicht nehmen wir anstelle des Scouts noch einen Assault mit. Einen zweiten Sniper. Wobei, ein zweiter Sniper bringt halt nicht gerade ganz so viel. Schwierig. Nehmen wir doch einen Rekruten mit? Nee. Ich denke nicht. Jemanden aus dem Urlaub zurückzuholen, wegen einem abgestürzten UFO, das nicht mal eine Bedrohung wert ist, eine Bedrohungsstufe. Meine subjektive Einschätzung, nicht objektiv. Wer von euch Boys und Girls möchte denn noch mit? Ich glaube, für den zweiten Assault haben wir keine passende Waffe. Nehmen wir halt eben einen zweiten Engineer mit. Jetzt werden langsam die Truppen ein bisschen knapp. Von Reparieren verstehst du mal gar nichts. Okay, jetzt bist du alles soweit bei. Du nimmst den Autolaser mit. Vielleicht sollte ich dir noch ein... Du weißt schon, was in die Hand drücken. Ein Lasersight. Ja. Das gucken wir gleich. Bei dir ist definitiv der Battlescanner schlecht aufgehoben. Du nimmst mir definitiv noch ein Lasersight mit.
Und noch eine Ersatzrakete, Schredderrakete, Rocket. Eine Ersatzrakete, dann können wir ein bisschen Schaden austeilen, wenn wir Glück haben. So, und deine Treffsicherheit ist ja auch nicht gerade die beste, aber du nimmst trotzdem das Heavy Laser Rifle mit. Du bekommst jetzt nur noch das Scope. Dann sollte alles soweit passen. Oh, Cynthia, pass mir auf dein Team auf, okay? Nicht, dass da irgendwas schief läuft. Wisst ihr was, ich lasse den Oxroy daheim. Das macht so keinen Sinn. Zum Schluss verlieren wir nur unnötig Leute. Und das möchte ich auch nicht wirklich riskieren. Vor allem, weil wir keinen Spezialisten für den Oxroy haben, also keinen ausgebildeten Ingenieur. Alles kurz überfliegen. Wir haben keine Blendgranaten, nur eine. Eine ist für meinen Geschmack ein bisschen wenig. Da können wir wirklich nur hoffen, dass da wirklich keine großen Gegnerhorden auslauern. Dafür haben wir eine ganze Menge explosives Zeugs dabei. Komm, verlassen wir uns mal auf unsere Sprengkraft. Hoffen wir mal, dass da nicht so viele Gegner rumlauern mit Mutons, die wir mal zwischendurch blenden müssen. Mit etwas Glück können wir denen jedes Mal die Deckung vor der Nase wegsprengen. Auf jeden Fall ärgert es mich, dass ich jetzt wieder einen neuen Jäger anschaffen muss. Das UFO kam in einem sparsely populated area, away from any major population centers. We can secure the site with limited danger to the civilians in the area. Okay. So, da sind wir nun gelandet. Central, this is Big Sky. Strike One is ready to secure the craft. Copy, Big Sky. Strike One is clear to attempt the breach. I'm on the move. Gehen wir mal da bitte gucken. Und du siehst nichts. Selbst das UFO ist noch ein bisschen weit entfernt. Dann teilen wir uns ein bisschen hier auf. Aber nicht zu weit voneinander, weil die meisten von meinen Leuten haben so gut wie noch nie eine Waffe in der Hand gehalten. Zumindest könnte man es bei ihren Fähigkeiten glauben. Okay, hier sind wir soweit clear. Liegt das UFO hier irgendwo, den umgestürzten Bäumen nachzuurteilen? Wir gehen trotzdem erstmal in diese Richtung hier. Und wir müssen mehr mit Blue Moves arbeiten denn je. Denn es wird uns nicht gefallen, wenn uns hier irgendwie eine Alien-Horde aufschreckt. Ja, die Aliens schrecken diesmal uns auf. Ach nö. Deine Reichweite ist ja mal richtig bescheiden. Bess. Rück mir mal da nach vorne zum Sniper vor. Und Vivian kann sich auch nicht sonderlich gut bewegen. Ich habe das Gauss-Gewehr daheim gelassen, stimmt's? Okay, gut, die Treffsicherheit unserer Leute ist auch nicht so unberauschend, aber trotzdem. Komm, du machst ja auch noch einen richtigen Move. Und alle mal bitte Steady Weapons. Das ist bei diesem Trupp besonders wichtig. Wie schon einmal erwähnt, die treffen so gut wie nichts. Okay, dann schauen wir mal, was wir weiter vorrücken können. Ernsthaft, deine Bewegungsreichweite ist ja komplett für einen Popes. Du musst ein bisschen üben, wirklich. Okay, dann rückst du mir mal bitte hierhin vor.
Okay, da hast du zumindest halbe Deckung beide Seiten. Oft haben wir diesen Luxus hier nicht. Du kannst dir gerne volle Deckung gönnen. So, und was fange ich jetzt mit dir an? Geh doch mal bitte dahin. Du machst mit dem Hunker down. Und der Rest bitte ist einmal Steady Weapons. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen nervig, aber ich möchte da nichts riskieren. Höchstwahrscheinlich treffen wir hier wieder nur auf 5 Aliens oder 11 irgendwie relativ schwache Aliens, so wie in der letzten Mission, aber... Nee. Das muss nicht sein, dass wir hier unser Leben unnötigerweise riskieren. Sehe ich da schon UFO-Wrackteile? Wer weiß, wer weiß. Ach komm schon. Okay, dann gehst du mal gucken. Das war mir irgendwie klar, dass du da nichts siehst. Und wir bewegen uns hier die ganze Zeit nur in halber Deckung. Nicht, dass das mal nach hinten losgeht. Und unser Sniper ist unser mobilster Soldat. Und wir haben die Absturzstelle gefunden. Jetzt müssen wir sie nur noch sichern. Oh, das ist wie immer leichter gesagt als getan. Wenn wir wenigstens schon die Hyperwellenverbindung hätten oder sowas in der Art. Wir haben ja Feindkontakt von da, also stell dich mal bitte hier hin. Mit der Hyperwellenverbindung könnten wir gucken, was da auf dem Boden so alles rumkreucht. Wäre in der Tat wirklich sehr, wie soll ich sagen, jetzt fehlt mir das Wort. Es wäre interessant. Nennen wir es mal so. Okay, für euch beiden kommt jetzt kein Blue Move mehr in Frage, weil ihr müsst mal langsam nachrücken. Es kann nicht sein, dass ich meine Offiziere für schwer, ich meine Unteroffiziere für schwere Waffen so weit hinten lasse. Geht nun mal gar nicht. Und mir fällt gerade auf, ich habe mein Team wieder mal wundervoll weit auseinander gesplittet. Herrlich. Das gibt Tote. Also blind werde ich dem Meld jetzt nicht hinterher sprinten. Das steht schon mal fest. Vielleicht noch einen Ticken weiter vorstellen können. Ich glaube, so eine ähnliche Situation hatten wir bereits. Wie die ausgegangen ist, das weiß ich nicht mehr. Und wir müssen jetzt wirklich aufpassen, dass wir hier nichts Böses aufschrecken, weil das könnte wirklich sehr böse enden. Pam, 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 pam. Naja, ich hätte vielleicht in Deckung schicken können, aber naja. Übung macht ja bekanntlich den Meister. Vielleicht überrascht er mich ja und trifft halt zufällig einen Gegner. Okay, du musst weiter vor. So weit hinten wird nicht gechillt. Vor allem, weil du den Heavy Laser hast. Okay. Ich glaube, wir holen uns mal diese Geräuschquelle von da hinten. Du kannst da höchstwahrscheinlich gar nicht raufgucken.
Kein Kontakt. Okay. Roger that. Hostile spotted. Okay. Mal gucken, ob wir die von hier aus platt bekommen. Also Cynthia könnte so ziemlich alles treffen. Komm. Da war schon mal einer weniger. Denn alles, was wir jetzt ausschalten können, wird ausgeschaltet. Nennen wir es mal beim Namen. Und ich bin mal wirklich stark dafür, dass wir uns hier ein bisschen zurückziehen. Vielleicht hätten wir uns ja ein bisschen weiter zurückziehen können. Okay, du verschwindest da definitiv. Oder sagt deine Granate irgendwas anderes aus? Nee. Da machen wir definitiv nicht genug Schaden. Du verschwindest mal bitte von dort. Gut, 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 gut. Du machst mal Overwatch. Okay. Wir müssen jetzt unseren Soldaten so viel Deckung geben, wie wir können. Ich hoffe, du siehst deinen Kollegen hier drüben noch. Dann würde ich dich eiskalt hier in Overwatch machen lassen. Nahkampf-Spezialist Close Combat. Jetzt gehst du mal bitte hier hin. Das brauchst du gar nicht probieren, mein Freund. Das wird nichts. Gehst mir bitte hier hin. Wenn die sich jetzt tarnen, dann müssen wir den Battlescanner werfen. Okay, wir müssen den Battlescanner werfen. Ich glaube nicht, dass die noch in dieser Runde angreifen. Oder wir warten halt noch eine Runde. Du darfst gerne treffen. Aber wenn du nicht triffst, dann ist auch nicht so schlimm. Lass ihn ruhig näher kommen. Der nächste bitte. Da merkt man's. Das ist einfach kein A-Team ist. Gut. Schalten wir mal die Drohne aus. Hat hier irgendjemand Holo-Zielen zufällig? Allen Anschein nach nicht. Würde ich mal sagen, feuerfrei. Reicht leider nicht. Okay. Und wisst ihr was? Ich bin genau dafür dazu geneigt, die Sucher hier noch anrücken zu lassen. Sollen die sich hier ruhig an unseren Feldposten die Zähne ausbeißen? Wisst ihr was? Das machen wir direkt komplett. Außer du brauchst vielleicht wieder eine Sondereinladung, mein Freund. Wirf einfach mal den Battlescanner. Vielleicht finden wir es her. Die sind. Okay, das war jetzt nicht so fesch von dir. 79%. Treffer, gut, 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 gut.
Irgendwie Laser Riffle, 2 Schuss, das Ding ist erledigt. So, und jetzt warten wir nochmal eine Runde. Der kommt schon, wenn er was will. Jetzt holt er sich bestimmt meinen Sniper. Nö. Oder der verschwindet komplett, weil er weiß, dass wir ihn aufdecken können. Moment mal kurz. Du hast zwar kein Lock and Load, aber lädst mir trotzdem mal nach. Und der Rest geht dann nochmal auf Overwatch. Höchstwahrscheinlich durchfliegt er das Territorium hier großräumig. Dann sammeln wir uns hier mal in diesem Gebiet. Geben wir dem Sucher eine faire Chance. Auch wenn er uns selber keine faire Chance geben würde. Okay, da ist irgendwo ein Overwatch. Das tat weh. Okay, da hinten ist er. Doktor? Wo habe ich denn schon wieder meinen Doktor abgestellt? Hier. 43%. Okay, okay, okay. Und 71%. Dankeschön, Cynthia. Dann flicken wir jetzt unseren Soldaten mal ein bisschen zusammen. Aber du behältst bitte noch dein eigenes Medikit. Und der Rest sammelt sich hier. Denn jetzt geht's mal Richtung UFO. Okay, du musst zum Glück nicht nachladen. Roger, Dodger. Mach hier mal sicherheitshalber ein Overwatch. Steady Weapons. Steady Weapons. Wir warten noch ein bisschen. Keine Panik. Auf der Titanic. Wir haben noch eine Menge Zeit. Wir dürfen nichts überstürzen. Jetzt mal nachladen. Gut. Diese Position hier werden wir dann für unsere Notfalloperation, für unsere Zusammenflick-Aktion hier mal freimachen. Die natürlich auch schon längst gemacht habe. Oh, was soll denn das? Oh hey. Wenn man vergisst, den Soldaten anzuklicken, dann macht er halt mal gar nichts. Oh Mann, ich hoffe, wir decken nicht zu viel auf. Okay, soweit so gut. Der Widerstand dürfte nicht mehr allzu groß sein, sagte er, bevor er in eine Todesfalle rannte. Ich weiß, ich habe zwar noch ein paar Züge frei, aber viel weiter vorrücken werden wir mal erstmal nicht. Oh, jetzt ist es verlockend, hier hinzurennen, aber stell dich mal hinter den Baum, mein Freund. Und das war das Meld.
Das kriegen wir in dieser Runde nicht mehr. So, da du jetzt wieder zusammengeflippt bist, druckst du mir mal bitte hierhin vor. Und du wirst nachladen müssen. Kannst du es da vorne machen? Riskierst einfach, du hast ja immerhin noch einen Schuss in der Kammer. Ich gebe so ungern meinen Höhenvorteil auf, wenn mir nichts anderes übrig bleibt. Ich sollte nicht vergessen, dass das hier nicht der General ist. Ein Alleingang für ihn könnte tödlich enden. Als UFO möchte ich dich noch nicht ranstellen. Ich weiß, der spawnt höchstwahrscheinlich erst, sobald ich die Tür aufmache, aber ich will es doch nicht irgendwie riskieren. Muss nicht sein. Weil Cynthia hält eh da vorne die Stellung, von daher passt das alles soweit. Okay, dann sind wir so gut wie in Sturmposition. Kann und will sich hier noch jemand bewegen? Nicht? Okay, dann einmal bitte Steady Weapons. Weil ich weiß, dass sie so eh nichts trifft. Ja, wir wissen, dass du da drin bist. Und mich würde es ehrlicherweise links überraschen, wenn er da alleine drin wäre. Okay, wir lösen hier erstmal nichts aus. Komm, hier ist immer eine volle Deckung. Das passt soweit. Und ihr könnt da nicht wirklich anstürmen. Das ist großartig. Stell dich bitte hier mit her. Ich glaube, auf der Linie kannst du nicht direkt reinfeuern. Da stellst du dich doch bitte lieber hier hin. Es war auch nichts Direktes und der Höhenvorteil ist auch hinüber, aber egal. Besser als wenn du gar nicht in Schussreichweite bist, wenn ein Schuss von dir nötig wird. Vielleicht hatten wir doch eine realistische Chance, hier noch ein Alien zu fangen, aber naja. Man muss es nicht immer verschreien. Und auf Teufel komm raus herausfordern. Ja, ist ja gut. Wir sind unterwegs. Da hast du keine Deckung in die Richtung. Vielleicht haben wir Glück und er rennt dahin. Ja gut, du kannst ja immerhin weit genug laufen. So, mein Freund, wo rennst du hin? Genau dahin, wo ich dich gar nicht brauchen kann. Okay. Dann kannst du da wieder verschwinden. Dann checken wir mal unsere Chancen ab. Mit dir könnten wir eventuell noch eine Suppression durchführen. Okay, Sichtkontakt. 56%, komm. Und ein richtig guter Treffer obendrein. Jetzt wartest du nochmal, weil du kannst ja dann notfalls noch ein... Ist das Ding exekutionär einsetzen? Oh, 81%. Na dann weg damit. Ich weiß, es wird kein tödlicher Schuss, aber... Es sollte reichen, um den Exekutionär auszuführen. Nee. Er schmiert lieber ein Graffiti an die Wand.
55%. Gut, du führst eine Suppression durch, mein Freund. Safety first und so, ne? Weil das verringert immerhin die Trefflichkeit vom Ziel. Boah, wie gern würde ich da reinstürmen und ihn einfach mal so platt machen. Wobei, mein Glück sind da wieder 50 Floater oder 20 Mutants. Granate kannst du nicht so weit werfen, ne. Boah, ich bin wirklich dazu gewillt, da reinzustürmen. Warte einfach mal ab. Und 30% und es ist ein Treffer. Oh Mann, ich hätte meinem Assault den Abschuss auch gegönnt. Aber naja. Was nicht ist, das kann ja noch werden. Auf jeden Fall haben wir jetzt wieder 5 frische Urlauber daheim. Ist doch auch nicht schlecht. Bisschen Beute. Und eine Menge an Beförderungen. Wundervoll. Das hat sich definitiv gelohnt. Opportunist, geht klar. Zielverschlechterung beim Feldposten wird aufgehoben. Heat Warheads gegen robotische Gegner. Ich hab mich hier irgendwie voll die... Wie soll ich sagen? Voll... Also irgendwie fehlen mir heute die Worte. Aber ich glaube, ihr wisst, dass ich meine, dass ich immer so ziemlich dieselben Skills wähle. Weil ich Vertrauen in diese habe. Komm, du nimmst mal Holo-Zielen. Ich glaube, einige deiner Kollegen haben Heat Warheads. So, Vivian. Du nimmst mir noch Holo-Zielen. Und das war's schon wieder. Schade. Weil da sieht man schon an der Anzahl der Missionen, wie unerfahren das Team war. Und die Kills sind ja auch nicht gerade bahnbrechend. Aber das wird noch. Das bringen wir den Burschen schon bei. Und unser Verletzter war zum Glück nicht ganz so hart verletzt, wie erwartet. Also passt alles soweit. Sehr schön. Mit der Beute kann man auch mehr oder weniger zufrieden sein. Finde ich gut. So, dann verkaufen wir noch den Schrott. Aber so wie ich Dr. Wahlen kenne, will die das Zeug bestimmt behalten und sich irgendwo in den Schrank reinstellen. So wie die Plasmawaffe. Die hier irgendwo rumhängen muss. Ach, hat sie die schon verscherbelt oder was? So. Aber meine Freunde, ich glaube, das war's jetzt von dieser Mission. Ich hoffe, sie hat euch soweit gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.